Ich bin Marco und ich erzähle, wie Gott mir ein weiches Herz geschenkt und noch am Schenken ist. Ich war in den letzten paar Jahren sehr aktiv im Glauben. Es ist wirklich eine grosse Leidenschaft von mir, mich an die biblischen Inhalte zu vertiefen, die Themen mit anderen zu teilen und wirklich die Sachen für Menschen greifbar und nahbar zu machen. Dann habe ich gleich aber gemerkt, dass die Leidenschaft mit sich eine gewisse Härte bringt. Ich hatte recht wenig Verständnis, wie andere Menschen mit Themen gekämpft haben und in diesen Themen nicht Freiheit erlebt haben, wie Sucht oder Abhängigkeiten. Und auch einfach recht wenig Geduld für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Diese Härte hat sich aber eigentlich ein bisschen auf mich selber ausgewirkt, dass ich frustriert war, mit wie ich bin als Mensch, wie ich denke, was ich alles schaffe und nicht schaffe. Ich habe eine recht selbstkritische Grundhaltung und darum die Härte habe ich auch gegenüber mir stark verspürt. Ich habe einfach gemerkt, ich kann mich nicht mit anderen freuen, ich bin häufig eifersüchtig und egoistisch auf andere, neidisch, wenn Menschen in dem Sinne gut sind, wo ich auch gut bin. Und so habe ich in verschiedenen Situationen gemerkt, ich habe wirklich, ja, ich habe eine Härte gegenüber anderen. Und dann habe ich einen Eindruck von jemandem bekommen, dass Gott mir wirklich ein neues Herz geben will. Das ist das Erste, was passiert ist. Das Zweite war, dass ich über ein Jahr eigentlich verschiedene Predigten gehört habe, wirklich die Liebe Gottes und das Opfer von Jesus mir nochmal bewusst wurde, wie wichtig die Liebe ist. Und dann hat mir jemand rückgemeldet, Ich habe selber gemerkt, es fällt mir Ring, mit Jesus zu reden, den Zugang zu Jesus zu haben. Aber das Verständnis von Gott als Vater, das ist eines, was mir fehlt. Und dann ist die Zeit verstrichen und als ich zurückgeschaut habe, auf die letzten paar Monate, habe ich gemerkt, anhand von kleinen Sachen, dass sich mein Herz am Verändern ist. Ich spüre eine Annahme für mich als Person, die mich befeigt, die mich besticht, die mir ermöglicht, geduldiger zu sein mit anderen, im Umgang mit ihnen, im Umgang mit ihren Herausforderungen. Ich habe ein tiefes Verständnis von dieser Liebe und kann mir die aktiver zusprechen. Und so habe ich auch gemerkt, wie Gott wirklich mein Herz verändert und wie mir ein neues, weiches Herz gibt. Und ja, mir ermöglicht, dass ich ein bisschen sanftmütiger bin im Umgang, ein bisschen geduldiger und ein bisschen mehr Freude kann haben an dem, was andere machen. Aber es ist noch ein Weg und ich bin auf diesem Weg getroffen.